Hallo Lieben und zurück zu einer neuen Folge von The Sims 4. Ja, gestern hatten wir ja unseren letzten Auftritt und irgendwie gab es ja immer nur Kämpfe. Aber hat sich herausgestellt, dass es einfach an der Rauferei fest da oben lag. Und oh Leute! Leute, wir spazieren gehen. Was ich die Folge vielleicht geplant habe, ist, dass wir vielleicht mal ein kleines Umstyling machen. Ich wollte ihr so gerne dieses Kleid geben, was ich da gesehen habe, weil ihr das so schön fand. Deswegen werden wir das gleich mal machen. Geht das auch am Spiegel? Ist mir gerade aufgefallen, ich habe gar keine Kommode. Die hatte ich da letztens verkauft wegen Platzmangel. Jetzt auch am Spiegel kann ich da dann nur die Frisuren ändern. Oder auch die kompletten Outfits. Ich glaube nur Frisur. Ja gut, dann muss ich es anders machen. Machen wir das so. Mit dem Sheet. Also einfach mit dem Sheet. Und. Oh Mau, Narge. So, fangen wir bei ihr an, ne? Dann wächst erstmal der Alltag. Das hier werde ich ihr, glaube ich, lassen. Das gefällt mir irgendwie. Ich möchte ihr gerne diese geben. Der eine ganz bunte. Wenn ich ehrlich bin. Der Farbe. Ich mag diese Frisur. Und das ist irgendwie was Ausgefallenes, oder? Ich meine, ich persönlich würde mir die Haare nie so färben. Nee, nee. Aber es wäre mal was anderes. Finde ich. Deswegen mache ich das einfach mal. Ah, hat sie schon bei jedem Outfit jetzt? Okay. Ja, hier mal gucken, ob wir was anderes finden. Ich könnte hier auch die eine nehmen, was sie in ihrem Sommeroutfit hat. Das sieht auch schön aus. Aber dann schon eher mit so Pünktchen, nicht mit Kirschen drauf. Da? Steht hier aber auch irgendwie. Den Rock werde ich ihr lassen. Wow. Hat, graue Haare. Jetzt hat dies ändern. Das kam im kostenlosen Update dazu. Aber das gefällt mir trotzdem noch ganz gut. Vielleicht noch in einer anderen Farbe. Würde ich hier trotzdem gerne noch lassen. Was hat sie hier? Das wollte ich eigentlich auch lassen. Das heißt, bei diesem Outfit gebe ich ihr das Kleid. Ich wollte jetzt eigentlich noch dieses eine Outfit machen, was sie Sommer trägt. Aber das ist kein... Ja gut. Fehlt ja mal ganz kurz nach Basis. Nein, das war dabei. Weil ich nicht zu lange suche. Eines aber auch nur. Wow. Echt. Okay. Aber mal gucken. War das eben? Schnell weg. Ganz jugendfrei hier.
Ist ja nicht ganz jugendfrei, was da eben gesehen worden ist. Wow, das sieht auch schön aus. Welches Kleid nun nicht? Was ist das? Aber sieht schön aus. Und das, was abgedeckt sein soll, ist hier abgedeckt. Ey, das können wir gut als Party-Outfit nehmen. Das sieht schön aus. Ey, das merken wir uns mal. Das tue ich gleich nochmal. Dieses Kleid. Genau. Dieses Kleid. Perfekt. Da haben wir es doch. Und mir ist gerade aufgefallen, die Haare. Ja, auch noch ändern. Das möchte ich eigentlich gern lassen, weil mir das immer noch gefällt. Finde ich schön. So, und jetzt bei Ausgehkleidung. Halt. Da muss ich ja hin. Oh cool, es gibt auch mit Leopard. Sieht irgendwie schön aus. Ich wusste gar nicht, dass ich das hab. Okay, der Ausschnitt ist ein bisschen waghalsig. Wenn ich so ehrlich bin. Trotzdem sieht es schön aus. Aber ich weiß nicht, ob ich das ganz schlicht weiß nehmen soll. Aber ich finde es auch so schön. Oder so Leopard. Ich meine, dass ich auch Leopardenstiefel habe. Ich muss kurz gucken. Ja, das ist Zebra. Und Leopard ist Gold. Ich will eigentlich auch ein Silber haben. Auch schön aussehen. Warte mal, gibt es das auch in Gold eigentlich? Ne, das gibt es nur so, ne? Na gut, dann könnte man auch die Stiefel nehmen. Fällt mir irgendwie. Und das, was abgedeckt sein soll, ist ja abgedeckt. Dann ist es ja perfekt. Ich muss nur gucken, dass sie überall auch die Haare hat. Die hat sie, glaube ich, nicht überall jetzt. Hier müsste man auch mal gucken, das gefällt mir nicht ganz so dieses Kleid, wenn ich ehrlich bin. Das sieht schön aus. Ah, das gibt's mit Einsatz und ohne. Okay, dann ist das auch soweit ausgeschnitten. Dann schon mit Einsatz. Schuhe kann man eigentlich lassen, weil die glitzern so schön. Mal kurz gucken. Und dann auch ein Schwarz nehmen.
So in etwa. Weil ich muss überall jetzt die gleiche Frisur nehmen, sonst passt das nicht wegen der Farbe. Gibt's ja nicht bei jeder Frisur. So. Das war's denn. Mal gucken, ob wir bei Luke auch noch was anderes finden. Gucken wir kurz, was er alles hat. Okay. Eigentlich lassen. Die Outfits, die hat, gefallen mir eigentlich schon allesamt gut, sagen. Was höchstens dieses hier umändern. Wollen wir mal gucken. Vielleicht so ein bisschen dünner. Ja, genau. So. Nee. Das nicht. So. Nehmen wir den mal an. Bowling Outfit? Nee, nicht unbedingt. War ja bei Bowling dabei. Bei Bowling Accessoires. Irgendwie, das ist stylisch. Da hat er nichts unter. Aber bei Männern wäre das ja nicht wild. Ein schön luftiges Outfit. Ich weiß jetzt zwar nicht, was ihr dazu sagt, aber setzt du dir noch ein paar Sommerschuhe? Gibst du diese Flipflops? So. Oder Badesandalen? Sieht schon besser aus. Ja. Und Gina weiß nicht, ob ich die umändern soll. Sieht eigentlich ganz süße Sachen. Wenn sie zum Kind heranwächst, werde ich sowieso. Ja, bei Gina lassen wir das so. Weil Gina sieht schon ganz niedlich so aus, finde ich. So. Okay. Was machst du da? Beobachtest Gina jetzt beim Schlafen? Komm, geh mal, duschen. Gut. Was machst du da, Süßer? Für Aufwecken belehren.
Aber die Haare gefallen mir irgendwie. Und ist mal was anderes, finde ich. Ja, lass es an. Oder wir ziehen ihm das an, was wir ihm gerade gegeben haben. Können wir auch mal. Ist hier. Dann frühstückst du was? Und du gehst auch mal dich fertig machen? Frühstück schön. Was ist mit Gina? Gina muss mal aufs Töpfchen. Ja, wir gehen auch noch spazieren, Süße. So, du ziehst dir mal. Dieses Kleid an. Ja, waschen. Brav. Und du isst auch mal was? Das Kleid sieht richtig schön aus. So. Dann wirst du Gina Essen geben. Cerealien. Und was ist da passiert? Gina hat hier einen Töpfchenunfall gehabt. Oh nein. Wir trinken aus Toilette belehren. Das ist doch... Nein. Säubern. Das ist doch nicht gesund. Was du? Rauslassen? Nein, Cosmo. Oh. Cosmo, nein. Wir spielen eine Pfütze belehren. Ja, mit dir gehe ich noch spazieren. Das machen wir in der nächsten Folge. Siehst du jetzt auch mal was Süßes an? Wo ist auch Fantasy? Dann machst du das mal. Dann brauchst du denn, ob du zum Kind wärst. Auch nicht mehr so lange. Das ist gut. So, und du kannst hier noch ein bisschen was malen. Ja, hier müssen wir mal ganz kurz die Mülltonne aufheben. Und ja, ihr Lieben, das war's dann für diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann macht ihr euch noch einen schönen Tag und bis morgen wieder. Tschüss!